Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Videotagebuch im Zen Garden Paraguay. Ja, und wie ihr seht, ich habe einen Pulli an, es ist Winter, wir haben heute ganze 13 Grad tagsüber, nachts ist es runtergegangen auf 8, also richtig, richtig kalt, auch hier in Paraguay. Und wenn man aus Europa frisch kommt, empfindet man es nicht so kalt, wenn man sich dann 2-3 Jahre akklimatisiert hat und gewohnt ist, so im Durchschnitt im Jahr so zwischen 30 und 40 Grad zu haben, dann kann ich euch sagen, es ist verdammt kalt. Also die Differenz zu dem, was man gewohnt ist, das ist das, was zählt und nicht wirklich die effektive Gradzahl. Ja, ich zeige euch gleich ein paar Sachen, die sich verändert haben bei uns diese Woche. Wenn euch das Video gefällt, denkt daran, gebt uns einen Daumen hoch und am besten hier unten gleich auch den Kanal abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Bis gleich nach dem Intro. So, und eine der Neuerungen ist zum Beispiel dieser Weg. Wir sind jetzt also richtig schön weit vorangekommen mit den Wegen. Und ja, ich zeige euch gleich ein bisschen mehr. Kommt mit, da geht's lang. So, wie ihr sehen könnt, hier die Wege sind soweit vorbereitet, dass wir sie nächste Woche bedecken können. Und bedecken werden wir sie. Bedecken werden wir sie mit solchen Steinen, wie hier unser Tor hat. Und die Steine für die Wege und auch den Parkplatz, kommt mal mit, die finden wir hier vorne. So, wie ihr seht, hier frisch geliefert Steine aus dem Steinbruch und hier auf der Seite die Kantensteine für die Wege. Und wie ihr seht, wir haben nochmal nachnivelliert und unsere Hunde finden den Berg ganz toll. Wir haben schon gesagt, wir haben keine Hunde, wir haben Bergziegen. Aber wenn ihr hier schaut, euch das Gelände anschaut, es ist jetzt wirklich alles schön auf einer Ebene nivelliert, sodass man hier wirklich gut weiterbauen kann. So, und hier seht ihr, wie die Wege hier weitergegangen sind. Und was ihr im Kincho seht, da vorne, das sind die Bodenfliesen, die Terrakotta-Bodenfliesen. Die heißen hier La Jota Nacional. Und die sind hier typisch für Paraguay und die wird es auf den Terrassen und im Kincho geben. Hier seht ihr also ungefähr 100 Quadratmeter La Jota Nacional. Die Randsteine, die Kantensteine. Alles vorhanden. So, dann gehen wir jetzt einfach wieder zu den Häusern. Kommt mit. So, wir sind hier auf der Terrasse vom Haus Kolibri und gestern wurde angefangen, eben hier die Terrasse zu machen. Und ihr seht, hier die Randsteine sind schon da und hier diese hier, die nennt man Rombe Cabezas. Hier sind sie verlegt, hier sind sie nur hingelegt, damit man abmessen kann von der Tür den Abstand. Und wenn unsere Mine aus dem Weg geht, dann seht ihr die auch ganz wunderbar. So, hier wurde schon der Weg gemacht, also der Rand. Ja, es nimmt Formen an. Gehen wir mal nach innen in das Haus Kolibri. Wir sind jetzt im Wohn-Essbereich vom Haus Kolibri. Und was ihr sehen könnt hier, die Wand wurde jetzt schon mal mit der ersten Schicht gestrichen. Und zwar bis hierhin. Hier wird es einen Farbwechsel geben. Ja? Also hier, das ist schon die richtige Farbe, allerdings erst der erste Anstrich. Da kommen noch ein oder zwei, je nachdem, wie gut die Farbe die Wand bedeckt. Und hier hinten für die Küche kommt eine andere Farbe. Was ihr hier seht, ist der Elektroanschluss für den Herd. Der war auf dem Plan drauf, wurde aber irgendwie vergessen. Jetzt haben wir ihn nachmachen lassen. Ja, hier sieht es doch schon mal ganz gut aus insgesamt. Dieses helle Beige ist kein Anstrich, sondern das ist die Farbe von der Grundierung. Die hat einfach, wenn sie fertig ist, dieses zarte Beige-Rosa. Und wie gesagt, hier kommt eine andere Farbe. Gehen wir mal nach oben und
und schauen mal, wie es da oben aussieht. Übrigens, ihr könnt sehen, die Lichtschalter sind inzwischen auch schon angebracht. Der hier ist für die Klimaanlage der Not-Ein- und Ausschalter. Hier haben wir Lichtschalter und Steckdose. Und wir schauen mal in den Sicherungskasten, wie es denn da aussieht. Das sieht doch mal sauber aus, oder? Natürlich fehlt noch die Beschriftung, aber eine 1A Verkabelung, ordentlich, schnelle, gute Marke. Es gibt natürlich auch paraguayische Marken, wir wollten da lieber deutsche Qualität haben, denn Strom ist einfach super wichtig. Ja, und so kann es dann aussehen. So, auch hier natürlich in den zwei Schlafräumen sind die Lichtschalter angebracht worden und Steckdosenschalter überall. Ihr seht, es fehlt nicht mehr viel. Also ich denke, Ende dieser Woche werden wir hier die zwei Schlafräume und vielleicht auch den drüben schon säubern können und einrichten können. Bei den Bädern müssen wir schauen, wann der Installateur und mein Elektriker wiederkommen zum Fertigmachen. Und auch hier im Flur übrigens seht ihr schon, die Lampen sind angebracht. Hier. Und auch an der Treppe, das seht ihr gleich, wenn wir rauslaufen. Ja, also wie ihr seht, Hauptaugenmerk diese Woche natürlich im Außenbereich, die Wege, das Nivellieren, die Terrassen, aber auch innen eben mit Installateur und Elektriker hat sich doch einiges getan. Die Maler sind weitergekommen, sind jetzt hier im Erdgeschoss angekommen und ja, das Ende der Baustelle für diese zwei Doppelhaushälften ist in naher Zukunft und wie gesagt, ich denke, kommende, spätestens übernächste Woche werden wir anfangen, oben einrichten zu können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid nächste Woche wieder dabei bei unserem Bautagebuch und Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns bald wieder in einem Video vom Zen Garden Paraguay. Tschüss!